Hi und willkommen zu einem verspäteten App-Store-Check. Ja, leider, aber hat auch so seine Gründe gehabt. Deswegen legen wir auch heute direkt mal los. Und zwar, was finden wir derweilen im App-Store auf den ersten Plätzen? In der Kategorie gekauft sehen wir etwas Neues, und zwar The Room 2 mit stolzen 852 Bewertungen. In der Kategorie Gratis haben wir 12 Tage Geschenke und bei den umsatzstärksten Apps immer noch Clash of Clans auf Platz 1. Naja, wie soll das auch anders sein? Hey, wir legen auch direkt mal los mit der Gratis-App 12 Tage Geschenke, denn das Schöne dabei ist, man kann noch nichts zeigen, denn es gibt noch nichts. Diese App funktioniert erstmal ab dem 26. Dezember, aber alle laden sie natürlich schon voller Freude, Vorfreude, dass die Push-Benachrichtigungen dann pünktlich ab dem 26. Dezember nur so auf die Handys einrasseln, einhageln, wie nur geht, sodass jeden Tag auch ein Geschenk aus dem iTunes Store, aus dem App Store entgegengenommen werden kann. Alternativ bleibt uns jetzt noch übrig The Room 2 von Fireproof Games. Ein Point-and-Click-Adventure, wie es schon aussieht, mit einer recht stolzen Rezensionsportfolio-Sektion. Was steht da so? Was soll ich sagen? Ist halb zwei nachts und ich habe gewartet, ob es noch in den Store kommt. It's a good one. You will only need 3 hours to finish, but it's worth it. Also schnell durch scheinbar, aber soll angeblich ultra awesome sein. Spannung pur, Hausarbeit bleibt Nebensache. Ich hoffe mal nicht, dass das Rezensionen sind von Leuten, die Promocodes bekommen haben, weil das ist irgendwie alles nur 5 Sterne. Das ist ja schon etwas verwunderlich. Was steht denn da? Willkommen bei The Room 2, einer Kombination aus Physik-Puzzle und Mystery-Spiel in einer herrlich greifbaren 3D-Welt. Achso, zum Preis übrigens, das soll nochmal erwähnt werden, 4,49 €. Die mit Spannung erwartete Fortsetzung von The Room, dem mit einem BAFTA Award ausgezeichneten Apple-Spiel des Jahres 2012, ist endlich da. Was ist denn ein BAFTA? Naja, Folge einer Reihe kryptischer Briefe eines mysteriösen, nur als ASS bekannten Wissenschaftlers in einer aufregenden Welt voller Geheimnisse und Erkundung. Spieldesign zum sofortigen Losen. Die packende Mischung aus spannenden Puzzlen, leicht zu verwendender Benutzeroberfläche ergibt ein Spiel, das wie ein 3D-Schauplätze, jetzt mit iCloud Game Center. 258 Megabyte, keine In-App-Käufe. Oh Mann, nochmal Screenshots angucken. Ein Tisch mit Inventar, cool, in 3D. Ein Schiff unter Deck. Wie sie aussieht. Ja, mit Kanonenkugeln, in cooler 3D-Grafik. Eine Kiste. Eine alte Kamera. Und eine Reflexion. Scheinbar. Oder ein Türspion, je nachdem. Es wirkt nach einem düsteren Game. Ich bin hart gespannt, was uns erwartet und tippe auf Öffnen. Ich habe es bisher noch nicht einmal angespielt vorher. Deswegen bin ich sehr gespannt. Fireproof Games! Loading! Loade schneller! The Room 2 unterstützt bis zu 3 Profile. Cool, ich kann zählen. Neues Profil. So, das ist mein Name, mein Profilname. Ja, hübsches Intro. Erinnert mich gerade ein bisschen an Harry Potter. Wir machen mal auf ein neues Spiel und mal gucken, was passiert. Diese Uhr gefällt mir, die will ich haben. I want it so bad. Ist das denn... ach so. Tippe auf dem Bildschirm, um zu beginnen. Tippe ich nun. Okay, ich dachte, es sind gerenderte Grafiken, gerenderte Hintergründe, aber nein, es scheint ja wirklich Real-Time-Grafik zu sein. Tippe doppelt auf die Notiz, um an sie heranzuzoomen. Wische, um die Notiz zu öffnen. Sogar gedeutscht. Wenn meine Berechnung stimme, müsstest du hier herauskommen. Willkommen, mein Freund. Es gibt viel mitzuteilen. Sehend bist du noch nicht. Doch ich habe dir etwas hinterlassen, das dich sehen macht, auf dass dein Weg kürzer sein möge als der meine. Ich muss es in diesem Rahmen verbergen und es deiner Schleue überlassen, es zu finden. Ich bin nicht der einzige Geist an diesem Orte. Gezeichnet A.S. Okay, schau dir das Okular im Inventar an. Okular. It's broken. Ja. Tippe auf das Fersenmod, um das Inventar zu verlassen. Verlassen. Zieh 2 Finger zueinander, um herauszuzoomen. Also soll das eine intuitive Steuerung sein, ne? Weiter herauszoomen, um den Rest des Raumes anzuschauen. Ja, Riesenraum. Tippe doppelt auf den anderen Tisch, um ihn anzusehen. Okay. Tippe doppelt auf die runde Kiste. Was? Da. Drehe den Schlüssellochdeckel. Okay. Da hakt er ein. Drücke den Knopf. Welchen? Ist das ein Knopf? Das soll ein...
Ich mache die Packung auf. Chiffre, ein Puzzle. Es scheint, es ließen sich einige der Objekte verschieben. Ja, das sieht ganz danach aus. Klack, klack, klack. Ah, interessant. Das heißt, ich muss jetzt wohl noch die Scheibe drehen. Ja. Und jetzt die Teile zusammenfügen. Und nun öffnet sich etwas. Ich öffne die Schublade, tippe auf die Linse, um sie aufzunehmen. Dieses ist dieses mysteriöse Objekt, was mich denn wohl sehender machen wird, soll, werden lassen. Also Grafik ist natürlich hübsch, macht das Ganze so mysteriös. Ich glaube, die Aufnahme ist heller als das Bild, das ich auf dem Gerät, auf dem iPad direkt sehe. Ja, tatsächlich. Also der Kontrast ist um einiges stärker direkt auf dem Display als in der Videoaufnahme, die ihr gerade seht. Aber trotzdem ist es irgendwie lustig. Manchmal lassen sich mit dem Okular Dinge sehen, die sonst verborgen sind. Also ein Fingerabdruck. Nimm das Teil auf. Ein kleines Stück geformtes Metall. So sweet. Ich sollte versuchen herauszufinden, wo ich dieses Teil einsetzen kann. Erkunde den Raum. Okay, ich erkunde den Raum. Vielleicht hier. Was ist dies? Oh, man kann sogar drumherum nödeln. Ah. Und dort ist auch was. Das heißt, ich muss wieder raus. Oh. Hier sind merkwürdige Zeichen. Eine Art minimalisierte Sanduhr, ein minimalisiertes anderes Zeichen und ein minimalisierter Käfer. Und wir haben hier halt eine Kiste, wobei ich muss mir nochmal den anderen Tisch angucken, ob ich da nicht irgendwas vergessen habe. Was ist dies für ein Ding? Ein Kompass. Norden, Osten, Süden, Westen. Mit einem Ding in der Mitte, das sich dreht. Und steht hier, sieht aus, als fehlte ein Teil. Ja, aber dieses Teil hier in meinem Inventar passt ja mal ungefähr so gar nicht irgendwo rein. Weil das hat ja so eine Pentagon. Okay. Was? Man kann auf das Fragezeichen tippen und dann Hinweise erhalten? Nein, so schnell doch noch nicht. Aber wie kann man denn Dinge einsetzen? Man muss dann wahrscheinlich auf entweder rüberziehen oder auf irgendwas tippen. Oder mit dem Okular vielleicht irgendwas erkunden. Ne, das bringt gerade auch nichts. In Ordnung. Ansonsten kann man hier wahrscheinlich an dem Tisch erstmal nichts sehen. Dann gehen wir mal zurück in den anderen Tisch. Und schauen uns nochmal La Büchse an. Die Büchse gibt nichts mehr her. Bis auf dies. Ich möchte aber den unteren Teil nochmal sehen. Darf man wohl nicht mehr, egal wie oft ich darauf tippe. Schade. Die ist also schon außen vor. Und oh, da liegt glaube ich was, oder? Da ist was auf dem Tisch, eine Art Briefchen. Ah, was haben wir denn hier? Guck mal hier unten. Ein kleines Stück geformtes Metall. Wie, sind jetzt hier überall an den Tischkanten dran? Oh, ein Brief. Mr. Rigby, ich muss gar nicht mehr sagen, als dass ich das Vertrauen meiner Kollegen in Sie nicht teile. Wenn es nach mir ginge, würde ich einen Mann derart in der Herkunft derart geringer Rang wie Sie niemals einstellen. Es lässt sich, das ist Rücknehmer sind mir besuchlich, ja, schrecklich, zwar enorm werden, Artefakt, ja, andere Wissenschaftler, Und andernfalls können Sie in größte Gefahr geraten, das handelt sich um äußerst mächtige Instrument, das von niederen Geistern in Ruhe gelassen werden muss. Ja. I see. Und ich sehe gerade, dass ich nichts sehe. Hier sind ja in dem Tisch noch solch merkwürdige Kreise drin, aber da das Ding eckig ist, passen die hier auch nicht rein. Und was haben wir hier noch so? Das sind... Ja, hier passt ja auch nichts rein. Ja, hier könnte wohl etwas eingesetzt werden, aber sicherlich nicht das. Eben. Was mögen wohl diese Symbole hier an der Seite zu bedeuten haben? Oder klebt am anderen Tisch an der Seite vielleicht auch noch so ein Ding? Vielleicht sollte ich mal auf die Videoaufnahme parallel gucken, weil die heller ist, weil die Aufnahme hier ist. Ah, jetzt sehe ich es erst. Aha, hier. Stupid! Na los. So. Ja, ja, ich habe die beiden Teile, ja. Nummer 1 und Nummer 2. Und jetzt öffnet sich etwas. Hat meine Spielfigur gerade gestöhnt? Oh, und da drin ist eine Kugel, die jetzt rauskommt wohl. Sich öffnet und alle werden sterben. Eine merkwürdige Messingkugel.
Das müsste irgendwo passen. Oh yeah. Die passt hier. Jetzt öffnet sich ein Auge darunter. Hm. Nun. E. N. W. S. Ach so. Jetzt brauchen wir einen Code. So, where I get this code from? Hm. Irgendwo markiert in irgendetwas? Vielleicht in einem Brief zufällig versteckt? Ach so, man kann denn hier das Okular gar nicht öffnen. Das ist ja blöd. Sieht man hier eventuell noch irgendwas? Nein. Hm. Oh. Warte mal. Was lag da an der Seite? Ist da was? Nee, es ist nur Gedöns. Hier sieht es auch nicht danach aus. Ah, aha. S-E-S-W-N. Okay. S-E-S-W-N. Was denn? Und nun kommt hier noch ein Ding. Ein Medaillon. Schaue ich mir mal das Medaillon im Detail an und sehe, dass man die auseinanderziehen kann. Oh, jetzt wird daraus etwas. Was? Okay, das ist cool. Auf die Rückseite gucken. Ah. Dum, 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 dum. Das wird dann wahrscheinlich in die Box passen. Tippe ich jetzt mal ganz blauäugig. Ja, es passt. Das ist ja schön. Was kann man damit jetzt machen? Man sieht damit eine Projektion an der Wand, die man dann jetzt mit dem Okular sehen kann, ja. Ach so, nein, ah! Symbol, das Z. Das ist echt creepy, muss ich schon sagen. Das nächste Symbol. Und jetzt kommt hier wohl irgendwo das dritte Symbol, das gefunden werden will. Creepy! Da. Der Raum illuminiert. Da ist ein Loch in der Wand. Und die Figur trägt etwas, was ich jetzt auch noch zusammenbasteln muss. Im bester Haus vom Nikolaus-Manier. Oh Gott! Ein schwebender Stein! Hey, das ist wirklich gut, das gefällt mir. Ach so, jetzt muss ich es wohl so drehen, dass die Projektion passt, maybe? Und dieses Beispiel passt. Ah. So. So. Es ist noch viel zu früh, wenn wir mal wieder nicht schlafen. Kapitel abgeschlossen. Cool! Wir haben das Kapitel durch, eine Viertelstunde ist rum und ich muss sagen, das Spiel gefällt mir tatsächlich wirklich gut. Ihr habt es mitbekommen, wie es aussieht. Kaufempfehlung von mir habt ihr. Die 5,50 Euro sind gut investiert. Vielleicht gibt es ja vor Weihnachten noch irgendeine Rabattaktion von denen oder sonstiges. Also die Rezensionen scheinen tatsächlich alle zu stimmen. Nice, nice, nice. Daumen hoch und wir sehen uns dann zum nächsten App Store Check nächste Woche wieder. Bis dahin!